Seit 18 Monaten darf der Münchner Franz Wolf Cannabis zur Schmerzlinderung rauchen. Denn nach mehreren Verkehrsunfällen leidet der 49-Jährige schon seit Jahren an chronischen Schmerzen. Er ist einer der rund 1000 Patienten in Deutschland, die Cannabis momentan mit einer Ausnahmeerlaubnis erwerben und anwenden dürfen. Der Schmerzpatientin Alexandra Scheiderer, die an einer unheilbaren Bindegewebskrankheit leidet, blieb der Zugang zu Cannabis bislang verwehrt. Patienten wie sie dürfen aber hoffen. Denn ab dem 1. März tritt eine bundesweite Gesetzesänderung in Kraft. Sie erlaubt Schwerkranken künftig Cannabis auf Rezept, bezahlt von der Krankenkasse, zu erwerben, ohne die bisher von der Bundesopiumstelle ausgestellte Ausnahmeerlaubnis. Der Eigenanbau bleibt aber nach wie vor verboten. Cannabis als Medizin, für Erkrankte eine Erleichterung. Die Nebenwirkungen fallen einfach etliche weg. Und ich habe dann nur noch ein Medikament, was für vieles wirkt, als statt 5, 6, 7 verschiedene Medikamente. Lebensqualität einfach. Das hat sich durchgetragen durch mein Leben, dass ich gemerkt habe, dass ich meine Schmerzmittelmedikation bei Beigebrauch von Cannabis reduzieren kann. Zukünftig soll es im Ermessen des Arztes liegen, schwerkranken Patienten Cannabisblüten auf Rezept zu verschreiben. Davor hätten viele Ärzte bisher massive Skrupel gehabt. Nicht nur aufgrund des großen Kostenaufwands, sondern vor allem aus Angst, als Kifferarzt abgestempelt zu werden. Das erzählt Wenzel Cerveni, der sich seit vielen Jahren für die Legalisierung von Cannabis stark macht und nun in München das bundesweit erste Cannabis-Therapiezentrum aufbauen will. Es ist eine ganz normale Allgemeinarztpraxis, wo also mehr ein Ärzteteam dann diese Leute behandelt. Im Prinzip, das heißt, die Leute kommen, stellen sich vor, bringen ihre Akten mit, erzählen, was sie für Leid haben, und dann müssen wir schauen, ob diese Patienten in diese Schiene der Bundesregierung, also schwerstkrank, eingeordnet werden können, ob man denen da helfen kann. Wir haben einen Hanfbioladen dabei, weil Gesundheit fängt bei einer gesunden Ernährung ja schon mal an. Und dann haben wir ein Hanfrestaurant dabei mit einer Showküche, mit einer Kochschule, wo wir also den Patienten oder auch anderen Bürgern nahebringen wollen, wie gesunde Ernährung vor sich gehen kann. Durch ein Online-Crowd-Investment sollen jetzt die nötigen finanziellen Mittel gesammelt werden. Ärzte für das Therapiezentrum gibt es bereits. Die Gründung einer solchen Anlaufstelle hat für Erkrankte vor allem eine besonders wichtige Bedeutung. Es ist eine Einrichtung, die zu allervorderst der Entstigmatisierung von Cannabis dient, weil die Durchschnittsbevölkerung gar keine Ahnung hat, wie potent Hanf als Heilpflanze ist und wie vielfältig es einsetzbar ist. 1 Million Euro sollen innerhalb weniger Monate für das Therapiezentrum zusammenkommen. Bereits 100.000 Euro reichen aus und das Zentrum könnte innerhalb von 4 bis 5 Wochen eröffnet werden. Die Leute ja zu uns kommen, weil da kann man sich wirklich die Zeit nehmen auf der Straße. Das ist immer so.